So, dear friends, followers und Freunde des gepflegten Simulatorfluges, wir sind zurück mit einem neuen Video. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Und heute schauen wir uns die neue Flypad OS Version 3.0 an, oder das Betriebssystem für das EFB-Tablet im FlyBavaria A32NX. Und ja, wir schauen mal, was sich da alles groß geändert hat und was wir für neue Options und Functions haben. Ja, würde ich sagen, starten wir hier gleich und sehen auch schon die erste Neuerung. Und zwar im Cold and Dark sehen wir hier, Batterie von unserem Tablet ist leer. Das heißt, wir machen hier mal Strom in der Hütte und sehen dann eigentlich hier auch, dass Spannung anliegt. Allerdings ist die Batterie immer noch rot und wir können jetzt hier, wenn wir auf den Bildschirm klicken, passiert eigentlich auch nichts, sondern hier oben hat es neu einen Button. Und da drücken wir jetzt mal drauf und dann bootet unser Flypad OS und sagt uns: Achtung, Battery Low, Charge Battery Soon. Sehen wir hier 0%, aber quasi Ladegerät ist eingesteckt. Ja, das sicher mal die erste große Neuerung, die einem gleich am Anfang entgegenkommt. Das Ganze natürlich nur in der Experimental aktuell. Ja. Dann würde ich sagen, arbeiten wir uns von oben nach unten durch. Hier auf der Status-Page, die hat komplett geändert, wurde völlig umdesignt. Mir gefällt das eigentlich einiges besser. Wir haben hier noch Direct Pages, auf die wir Zugriff haben. Und das Ganze ein bisschen hübscher oder aufgehübscht, neu angeordnet. Grundsätzlich hatten wir das vorher ja schon hier, die Wetterinformationen neu hier oder neu. Sieht ein bisschen anders aus, der Button. Den SIM-Brief-Import, das machen wir auch gleich, dass wir hier ein bisschen Daten haben zum Anzeigen. Wir sehen hier, der Flugplan wird auch ein bisschen anders dargestellt, hier mit dem Flugzeug, das sich über die Flugzeit dann hier eigentlich bewegt. Ja, dann wie gesagt rechts die Wetterinformationen, die wir von RAW auf Piktogramme umstellen möchten, wenn wir das wollen. Und hier unten haben wir noch Direct Links zu den Charts, die Maintenance Page und die Checklisten, die eigentlich auch neu sind. Was wir auch hier noch haben, sind eigentlich Direct Links zu den einzelnen Checklisten. Cockpit Preparation und so weiter. Die Checklisten schauen wir uns noch hier an, wenn sie dann kommen. Gut. Hier können wir eigentlich noch die Widgets, wie sie das hier nennen, können wir noch anders anordnen, wenn man das will. Quasi hier die Charts oben und dann die Wetterinformationen. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Und aber das ist grundsätzlich mal alles hier auf der Status-Page. Gehen wir gleich weiter auf die Dispatch-Page. Hier kommt unser OFP, unser Flugplan, den wir aus SIM-Brief importiert haben. Das kennen wir eigentlich. Ja, und diese Seite
Kennen wir auch, die war vorher ein bisschen prominenter platziert, auch auf der Status-Page, so wie ich es noch im Kopf habe. Und was hier verschwunden ist, ist die Fuel-Geschichte. Das sehen wir gleich, wo die hingewandert ist. Gut, Dispatch ist eigentlich auch alles. Hier können wir noch unseren Flugplan zoomen, wenn man das möchte. Dann gehen wir ins Ground Handling rein. Das haben sie jetzt auch neu designt, finde ich. Sieht auch einiges besser aus. Hier können wir uns die Jetway ranfahren, Baggage Truck, Catering und so weiter, so wie wir das eigentlich, ich sage jetzt mal, kennen. Kann man hier, oder ich mache das meistens eigentlich mit der Pushback-Toolbar. Da kann ich auch gleich meinen Pushback noch planen. Das habe ich ja mal in einem separaten Video gezeigt. Aber man kann grundsätzlich das auch hier drüber steuern. Dann hier Next Page sehen wir, haben wir den Pushback, also wir können auch hier ein Pushback initialisieren, nicht ganz so komfortabel wie mit dem Toolbar Pushback, aber grundsätzlich lässt sich das hier handeln. Hier oben hat es irgendwie noch Platz, ich weiß nicht, ob da mal noch was kommt, vielleicht mit einer Karte oder auch, dass man es vorplanen kann. War natürlich ganz spannend, wenn man das gleich hier im Tablet erledigen könnte. Neu haben wir die Fuel Page auch hier in der Ground Section. Und die ganz große Neuerung, die ich auch extrem praktisch und cool finde, ist das hier. Und zwar, ich kann mir den Block Fuel direkt aus SimBrief importieren. Kann hier draufklicken, dann trägt er den Wert ein und kann hier die Betankung starten. Hier habe ich noch die Möglichkeit, den Betankungsvorgang zeitmäßig sofort, schnell oder quasi in Realtime ablaufen zu lassen. Ich habe das jetzt zum Zeigen mal auf Instant getan und hier sehen wir mittlerweile, unser Tablet hat 4%, also das lädt tatsächlich mit der Zeit, wo es am Netz hängt. Sehr cool gemacht. Ist natürlich im Flugmodus vorbildlich. Gut, dann Ground ist das eigentlich alles. Gehen wir hier in die Performance Calculation rein. Das kennt man eigentlich, den Top of Descent, den wir hier ja berechnen können. Und grundsätzlich ja in der Experimental jetzt auch mit VNAV, also braucht man nur noch bedingt, kann man natürlich nutzen, um die Daten zu verifizieren, die einem da auf dem Navigation Display angezeigt werden. Dann, was sicher auch neu ist, ich weiß gar nicht, auf welcher Version das hier reinkam, ist Landing Performance Calculation. Ja, also wirklich auch ganz coole Geschichte. Können mal NZ. QN. Eingeben und das hat schon wieder geändert in der Experimental. Wir haben hier jetzt auch einen Button, wo wir ab dem OFP oder Meta quasi die Daten abfüllen können. Wir probieren jetzt das mal mit dem OFP. Da kommt ein Error. Ja, dann soll er alternativ die Meta nehmen, macht er auch. Weiß ich nicht. Ich gebe jetzt einfach mal irgendwas ein. Einfach um euch das zu zeigen. 3200 Meter Landebahn, Approach Speed.
134, sobald wir alle nötigen Daten abgefüllt haben, können wir hier auf Calculate und dann zeigt er uns an, wenn wir mit Autobrake Slow landen, sollten wir bei 2499 zum Stopp kommen, Medium hier bei 1700 und Max manuell bei 1300. Wir können mal hier noch den Reverse Thrust reinnehmen, dann sollte sich das Ganze ja verkürzen. Macht das aber irgendwie nicht. So, wir clearen das nochmal. Nehmen hier noch das direkt aus der Meta. Keine Ahnung. 3234 Flaps Full Reverser haben wir. Lassen wir den nochmal rechnen, macht aber keinen Unterschied. Interessant. Hätte ich jetzt erwartet, dass wir hier weniger Landebahn brauchen. Gut, ja. Kann man hier seine Landing und Top of Descent Performance berechnen. Gut, wir gehen gleich weiter hier in die Navigation und Chart Sektion und hier haben wir, wenn man ein Navigraph Subscription hat, kann man sich hier natürlich die Navigraph Daten anzeigen lassen. Also auch wirklich sehr cooles Feature. Und ja, prinzipiell was, oder war das vorhin schon integriert, was sicher neu ist, hier die Local Files. Ich habe nichts gefunden in der Dokumentation, was das jetzt wirklich ist. Ich glaube, das ist noch nicht ausprogrammiert, aber ich denke mal, man kann sich hier noch irgendwelche lokalen Dateien dann anzeigen lassen, spezielle Charts und so weiter und so fort, weil hier können wir nämlich Local Files, ja genau, eben. Wenn wir hier nämlich auf Local Files sind, können wir hier noch Images, PDF oder beides anwählen. Darum vermute ich hier dann, mit diesen Local Files kann man tatsächlich Custom Charts sich hier noch eigentlich anzeigen lassen. Und das Ganze hier als Pinned Charts, ja. Also auch sehr cooles Feature. Wir können hier noch aufzoomen auf die ganze Tabletbreite, wenn man das braucht, oder dann wieder zurück. Hier können wir noch Tag- und Nachtmodus umschalten, Karte drehen. Ja, das kennen wir grundsätzlich hier schon, auch ein bisschen cooleres User Interface finde ich, und rein optisch sieht das einiges besser aus. Hier die Funksektion hat auch einen neuen Look gekriegt, sieht in meinen Augen auch besser aus, vor allem wir können hier Standby und Active Frequenz direkt setzen und haben das hier unten noch ein bisschen schöner angezeigt. Der Hopi Acast Connect Button ist nach oben gewandert, aber ja, sonst kennen wir das ja eigentlich, das gab es schon in der Vorgängerversion.
Dann hier die Failures, die haben auch geändert. Das Ganze wurde hier schön in diese ATA-Gruppen eingeteilt. Und hier können wir uns diese Fehler aktivieren. Ich habe das mal probiert. Eben, das ist also noch wirklich sehr experimental. Ja. Aber finde ich auch, sieht einiges aufgeräumter aus wie vorher. Hier in der Kompaktansicht sieht es wieder ähnlich aus, wie es mal war. Mir gefällt das hier eigentlich besser, muss ich sagen. Hier oben sehen wir es auch, wie gesagt, eben diese Fehler sind nicht garantiert, dass das funktioniert. Also experimental in der Experimental auf gut Deutsch. Dann hier ganz cooles neues Feature, die Checklisten. Haben wir hier auf der Status-Page schon gesehen, dass wir hier direkt Zugriff auf diese Checklisten haben. Ihr seht, wir springen hier gleich rein und können hier eigentlich diese Checklisten abarbeiten. Ich habe das mal ganz kurz durchgemacht. Also sie sind ziemlich zusammengestrichen, also sehr aufs Minimum reduziert. Aber grundsätzlich kann man damit natürlich arbeiten. Aber ich denke, da kommen auch noch weitere Updates und diese Checklisten werden sicher noch ein bisschen umfangreicher. Hier unten können wir noch quasi ein Reset machen, alles zurücksetzen, nochmal von vorne anfangen oder hier nur die einzelne Checkliste zurücksetzen. Gut, dann hier haben wir noch eine Preset-Section. Das ist auch noch experimental in der Experimental. So wie ich das sehe, also das funktioniert noch nicht richtig, können wir hier irgendwelche Light-Presets abspeichern und diese dann wieder laden. Ja. Keine Ahnung, sehe ich jetzt irgendwie nicht gerade so Wahnsinns Nutzen dahinter, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Was sicher ganz cool ist, ist hier die Aircraft States. Wir können endlich direkt umschalten. Cold and Dark Turnaround, Ready for Pushback, Ready for Taxi oder Ready for Takeoff. Wir können mal schauen, ob das geht. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie probiert, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also der knallt da tatsächlich die Schalter rein. Aber die Fuel Pumps bleiben off. Ah, warte, bis die APU startet. Sehr spannend. So, wenn man wartet, geht das ewig, bis die APU kommt. Jetzt läuft sie. External Power off, Fuel Pumps gehen on. Sehr geil gemacht. Sehr geil gemacht. Adios. Also ich muss schon sagen, das ist jetzt wirklich, überrascht mich. Und zwar normalerweise klickst du da auf den Aircraft State und dann macht das Blum und die Kiste steht da. Ready for Pushback, dass er hier wirklich sauber die APU alles hochfährt, die Switches betätigt. Ja, muss ich sagen, cool, wirklich cool. Wirklich cool. Gut, dann haben wir gesehen, dass ja mit diesen States scheint zu funktionieren. Ich springe
sparen wir jetzt noch mal weitere Status zu testen. Und dann gehen wir noch in die Settings rein. Hier die Aircraft Options kennen wir eigentlich. Thrust Reduction, Acceleration Höhe, ja, Kilogramm, LBS, Passenger Science, quasi No Smoking oder No Portable Devices. Dann hier die Hektopascal Einstellung und ob man die Höhe in Meter angezeigt haben will, braucht man im asiatischen Raum. Da kriegt man die Höhen in Meter zugewiesen, dass man da nicht dauernd ständig quasi umrechnen muss. Zeigt er dann hier die Höhe in Metern an. Und hier haben noch die RMPV-F-Spacing. Ich weiß gar nicht genau, was er da macht. Ich glaube, das ist mehr fakultativ. Ja, das wäre es hier eigentlich in den Aircraft Options schon. Wir gehen in die 7 Options rein. Hier Default Barometer Unique. Haben wir auf Hektopascal, kann man sich auf Inches umstellen. Dann, ob wir den Flugplan aus dem Ingame Flugplaner laden wollen, will ich nicht. Ich plane eigentlich nur über SIEM-Brief. Und hier haben wir die oder den MCDU-Port vom MCDU-Webserver. Der hat, so wie das aussieht, nochmal gewechselt, 8380. Wichtig dann für den Zugriff über den Browser. Und hier kann man das quasi von Hand dann noch überschreiben, wenn man das hier von welchen Gründen einen anderen Port nutzen will. Dann hier grundsätzlich die MCDU Server Connection kann man on und off schalten. Dann das dynamische Registration Decal, das ist das hier, das da eigentlich meinte ich von der Livery. Die Schriften dann übernimmt, die Bezeichnung Use Calculated ILS Signals, wenn das ILS im SIEM zum Beispiel, es gibt solche Flughäfen, nicht stimmt, kann man hier umstellen. Dann nimmt er da das Berechnete und die Kalibrierung für die Detents. Das kennen wir auch, da gehe ich jetzt nicht nochmal separat drauf ein. Sieht ein bisschen anders aus, aber ist da nicht genau das gleiche wie vorher. Gut, Realism Options, die Zeit für das Aligning von den IRS-Empfängern habe ich mir fast nicht auf Real. Dann der Self-Test vom Bordcomputer, Boarding Time können wir hier auch jeweils immer fast instant oder real wählen. MCDU Keyboard Input. Man kann hier eigentlich auch im MCDU anstatt über diese Tastatur schreiben, kann man, wenn man das aktiviert, hier reinklicken und dann eigentlich so schreiben. Ich mag das auch nicht, ich mache es lieber ups, hier normal. Aber es gibt soll Leute geben, die das mal mögen, und kann man sich das hier aktivieren lassen. Dann Separate Tiller from Rudder Inputs. Wir können uns eine separate Tiller-Achse belegen. Ist irgendwie Mixer-Achse Nummer 5. Ja. Leider, wie gesagt, auf einem Mischer drauf, weil offiziell im MSFS noch keine Tiller-Achse vorhanden. Kann man sich hier so quasi mit diesem Hilfsmittel
Shift-Button kann man sich die Achse dennoch auf einen separaten, auf eine separate Achse legen, damit man nicht immer mit dem Seitenruder quasi den Tiller steuern muss. Gut, dann Home Cockpit Mode, da blendet da, bin ich der Meinung, ein Teil des Cockpits aus, nicht? Passiert jetzt auch nichts, hä? Nee. Bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ich war der Meinung, dass er hier das Glare-Shield ausblendet, irgendwie sowas. Für die, die ein richtiges Homecockpit quasi vor dem Monitor haben, bei, ich sag mal, bei den anderen Simulatoren konnte man sich da eine Einsicht einstellen ohne Flieger trotzdem aus dem Cockpit raus. Ist natürlich ideal für solche Geschichten. Für das dieser Schalter bin ich der Meinung. Data Link, Transmission Time, auch hier noch die Real, Instant oder Fast Einstellung und Autofill Checklists. So, das wäre es hier in den Realismus-Optionen. ATSU, AOC können wir unsere ATIS Sources, Meta Sources, TAF Sources wählen, was uns genehm ist. Neu ist, glaube ich, hier dieses Pilot Edge, war ich der Meinung, war vorher nicht drin. SimBrief Username, die Hopi ACARS ID für das CPDLC. Ja, neu auch noch das Error Reporting. Wenn ein Problem ist, dann sendet er Fehlermeldung an die Fly-by-Wire-Jungs. Gut, dann gehen wir ins Audio rein. Das sieht eigentlich auch mehr oder weniger gleich aus wie vorhin. Hier die PTU, wer das gerne hört, dieses im Cockpit, wenn wir den Flieger hochfahren. Und Master Volumes, External Engine, Windgeräusche, die Passenger Ambience finde ich noch angenehm, dass man die Leute boarden hört und so weiter. Dann die Announcements von der Cabin Crew und die Boarding Music. So, Flypad haben wir hier. Die Helligkeit, die wir einstellen können, Auto oder hier mit diesem Schieberegler. Dann kann man sich hier noch verschiedene Teams auswählen. Ich weiß nicht, dieses Helle gefällt mir gar nicht. Das Dark, ja, geht eigentlich, aber mir gefällt das Original mit dem Original Fly-by-Wire Blau eigentlich am besten. Dann können wir hier uns noch ein On-Screen Keyboard anzeigen lassen. Ja, also wenn wir hier irgendwas ändern. Sehen wir das zum Beispiel hier, genau, dann blendet uns hier so ein Keyboard ein. Brauchen oder brauche ich nicht. Habe ich eigentlich auf Off. Time, UTC, Local, UTC and Local. Wir orientieren uns an UTC, darum bei mir auf UTC. Hier noch 12 oder 24 Stunden Format. Denn die Statusbar mit dem Flight Progress Indicator, das war das hier vorne. Dann noch die eben von diese Meta-Anzeigen, wenn da irgendwas nicht so angenehm ist, wettertechnisch, dann wird das rot angezeigt. Neu hier Language, habe ich auch noch gar nicht gesehen. Können wir tatsächlich auf Deutsch umschalten? Wahnsinn. Macht das Ganze noch ein bisschen einfacher.
nicht mal schlecht übersetzt. Sehr gut wieder mal die Community gemacht. Ja, kann man auf Deutsch umstellen. Why not? Das ist wirklich jetzt auch in der letzten Experimente dazugekommen. Ja, also ihr seht, dieser Fly-by-Wire lebt. Es geht immer vorwärts. Gut, dann haben wir das Gröbste durch. Hier noch über. Das ist eigentlich auch neu. Hier sehen wir Flypad OS 3. Und was eigentlich auch ganz cool ist, wir sehen hier den Bild, den wir am Laufen haben. Experimental. Und das war vorher eigentlich nicht einfach so ersichtlich. Ja, zeigt er uns hier jetzt im About-Reiter an. Gut, wir sehen hier, die Batterie ist mittlerweile bei 17%, also er lädt sehr gut. Und ich würde sagen, wir schließen hier. Ladet euch die neueste Experimental runter und schaut es euch auch mal an. Ich finde wieder ganz ein großer Schritt, der hier gemacht wurde im Fly-by-Wire, und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht mit diesem Flieger. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo oder Like da und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Danke und ciao zusammen.